Hallo und herzlich willkommen zu Comstor TV, heute zu dem Thema Cisco Intercloud. Hallo Peter. Hi Erik. Ich habe eine Anfrage von einem Kunden vorliegen, der möchte gerne wissen, was ist die Cisco Intercloud? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Kannst du mir vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was ist überhaupt die Cloud im Businessbereich? Die Cloud im Businessbereich ist eigentlich nichts anderes, als dass man sich zusätzliche Ressourcen, die man selber nicht hat, einfach bei einem Cloud-Provider einkauft, um für kurzfristige Projekte oder längerfristige Projekte oder Produktentwicklungen Ressourcen zur Verfügung zu haben. Und was ist jetzt genau die Intercloud? Also wofür benötige ich die? Was ist das Besondere da an der Cisco Intercloud? Jetzt ist die Infrastruktur, die beim Provider steht und die beim Kunden steht, nicht die gleiche. Da läuft unterschiedliche Software, da ist ein Internet dazwischen und ich muss irgendwie dafür sorgen, dass diese beiden Bereiche zusammengebunden werden. Also zumindest mit dem Teil, der für mich reserviert ist beim Cloud-Provider. Und dafür muss ich eine Brücke schlagen. Und was muss der Kunde dafür haben? Also benötigt er irgendwelche Voraussetzungen dafür? Ich sagte ja vorher bereits, dass die Umgebungen unterschiedlich sind und die Cloud ist relativ kompatibel zu vielen Anbietern. Das bedeutet, der Kunde kann irgendeine Virtualisierungssoftware im Einsatz haben. Das kann Hyper-V sein, das kann VMware sein, das kann KVM sein oder andere. Der Cloud-Provider muss einer der zertifizierten Intercloud-Partner sein. Das ist Cisco selbst, das sind die Cisco Intercloud-Partner und es ist Amazon AWS und Microsoft Azure. Und was muss der Kunde noch kaufen? Also gibt es da spezielle Hardware oder spezielle Software, Programme, die er noch benötigt? Der Partner hat es eigentlich relativ einfach. Der braucht nur eine Subscription für sogenannte HCUs mit diesen Hosted Cloud Units. Kann er auf alle Komponenten, die notwendig sind, um so eine Intercloud zu bauen, zugreifen. Super, das hört sich ja echt leicht an. Und wie können wir jetzt den Kunden noch unterstützen, wenn er noch weitere Fragen hat? Gibt es da noch irgendwelche speziellen Möglichkeiten, kann auf dich zukommen? Gibt es noch irgendwelche Unterlagen, die er sich anschauen kann, wo er sich belesen kann? Wie bei allen anderen Technologien stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung, sowohl dem Partner als auch dem Endkunden. Bei Cisco gibt es eine Menge an Dokumenten, wo man sich einlesen kann, welche Komponenten werden benötigt, wie werden die, sind die zu installieren, zu konfigurieren. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über die D-Cloud das ganze Thema mal auszutesten, um zu sehen, wie das im echten Live-Betrieb funktioniert. Okay, dann weiß ich erstmal Bescheid. Vielen Dank für deine Unterstützung. Sehr gerne, habt ihr sehr gerne weitergeholfen. Und sollten Sie noch Fragen zu Produkten oder Lösungen von Cisco haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.